Ja, und Newsflash, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Neue Ausgabe Newsflash heute. Wir hatten kein Thursday Night Football Spiel, was ja sonst immer der erste Teil ist von einem Newsflash und meistens auch der größte Teil. Dafür hatten wir aber die beiden College Football Halbfinals. Weil ich allerdings weiß, dass manche von euch College Football halt überhaupt nicht juckt, reden wir da extra am Ende drüber. Wie immer, wenn ihr neu seid, abonniert seid noch die letzten, die es in die ersten 20.000 schaffen. Wir haben noch ungefähr 200 Abonnenten. Mal gucken, ob wir es vorm Super Bowl schaffen. Wer weiß, eventuell. Und wenn ihr Bock auf Holy habt, dann holt es euch mit dem zweiten Link in der Beschreibung, Code NGG benutzen. Danke. So, erste Nachricht, Receiving Back Hybrid J. Kürbis aus dem Krankenhaus entlassen und auf der Road to Recovery. Also nee, meine OP lief alles gut und so weiter. Danke der Nachfrage und danke an alle, die irgendwie Daumen gedrückt haben, was weiß ich. Aber war wirklich nicht viel. Ich muss auch nicht mehr lange mit Krücken laufen. Sobald ich wieder rund laufe, muss ich die nicht mehr benutzen. Zurzeit ist noch ein bisschen, ich glaube, ich darf 4 bis 6 Wochen keinen Sport machen, was ein bisschen nervt, aber mal gucken, hoffentlich wird es eher 4 statt 6, genau, aber ja, danke auf jeden Fall an alle, die da Daumen gedrückt haben, was weiß ich, und ich bin sowieso schon immer ein bisschen heiser gewesen die letzte Zeit, aber durch die Narkose bin ich jetzt noch ein bisschen heiserer wegen Schlauch im Hals und so weiter. Die NFL hat eine Empfehlung vom CDC übernommen, also vom Center for Disease Control oder was auch immer, wie das heißt. Center for Disease Control? Center for Disease Communication? Nee, Disease Control wird schon richtig sein. Was jetzt mit Leuten gemacht wird, die quasi positiv testen, denn normaler oder für die normale Bevölkerung ist ja dann nur die Frage, wie lange sollen sie sich quasi isolieren? Und da war bisher die Vorgabe, dass es 10 Tage sein sollen. Das hatte die NFL dann auch so übernommen für die nicht geimpften Spieler in der NFL. Und jetzt sind es 5 Tage. Heißt, wenn du nicht geimpft bist und positiv getestet wirst, bist du 5 Tage raus und kannst danach, sobald du quasi negativ testest, kannst du wieder rein. Schluck auf. Das wird heute die Frage sein, ob Carson Wentz noch einen negativen Test hinkriegt. Er wurde jetzt schon quasi aktiviert von der Liste. Das heißt aber nur, dass er spielen dürfte, falls er negativ testet. Das heißt noch nicht, dass er safe ist für das Spiel. Das kommt heute erst raus. Oder vielleicht zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, kam es schon raus, wer weiß. Auf jeden Fall ist das die Frage. Jemand anders, für den es auch jetzt noch eine Rolle spielen wird, ist Kirk Cousins, der, glaube ich, gestern oder vorgestern oder so positiv getestet hat. Heißt, er ist jetzt für das Spiel raus, könnte aber durch diese 5 Tage fürs nächste und letzte Spiel dann wieder am Start sein. Letzte natürlich nur für den Fall, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Big Ben hat jetzt in der Pressekonferenz gesagt, dass alle Zeichen darauf stehen, dass es sein letztes Heimspiel sein wird. Also es war jetzt einfach das erste Mal, dass er quasi angedeutet hat, dass er nach der Saison in Ruhestand geht. Das war jetzt eigentlich uns allen schon relativ klar, muss ich mal sagen, aber also ich nehme an, vielleicht hat es manche von euch komplett geblindet und ihr habt gedacht, war es wie, ich dachte, der macht noch ein paar Jahre. Aber wenn man sein Spiel gesehen hat und haben ja auch gefühlt alle drüber geredet, dann wusste man das eigentlich schon. Also ja, ein bisschen duh, aber jetzt hat er es wenigstens halt selber schon mal gesagt. Ähnliche Nachricht für Russell Wilson, der hat jetzt auch in der Pressekonferenz und sogar relativ unangesprochen drauf oder sich geäußert zu dem Thema, wird er noch spielen, wird er nicht spielen, haha. Weil er meinte, ja, ich weiß, ihr habt ja Bobby Wagner gefragt wegen eventuell letztes Spiel, dies, das, jenes. Und er meinte, es könnte ja sein, dass es sein letztes Seahawks-Heimspiel ist. Also er hat letztendlich gesagt, er hofft, dass es nicht sein letztes Seahawks-Heimspiel sein wird, aber er weiß, dass es nicht sein letztes NFL-Spiel sein wird. Was das quasi heißt ist, es gibt ja theoretisch für jeden Spieler am Ende der Saison 3 Optionen. Spielst du beim gleichen Team weiter, spielst bei einem anderen Team weiter oder spielst gar nicht mehr weiter, ne? Und er hat jetzt diese eine Option quasi schon mal ausgeschlossen. Heißt, er spielt entweder bei den Hawks weiter oder er spielt bei einem anderen Team weiter und er retired nicht. Das ist eigentlich soweit jedem klar. Deswegen kann man den zweiten Teil von dem Zitat ein bisschen ausklammern und sich nur noch auf den ersten Teil konzentrieren, indem er sagt, er hofft, dass er nicht sein letztes Seahawks-Heimspiel spielt. Heißt, auch für ihn ist es momentan nicht klar. Es ist nicht sicher für ihn. Und das ist eine interessante Nachricht. Chiefs Defensive Coordinator Steve Spagnuolo hat gesagt, er sieht einen jungen Tom Brady in Joe Burrow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ernst gemeint ist. Häufig gibt es so eine Taktik sozusagen, dass man den gegnerischen Spieler ein bisschen Honig ums Maul schmiert. Also die über den grünen Klee lobt und sagt, boah, die sind so gut und sowas. Damit die nicht dieses bisschen Saure haben und nicht versuchen, quasi zu beweisen, dass sie doch besser sind, als man gesagt hat. Das könnte es auf der einen Seite sein. Könnte natürlich auch wirklich sein, dass er es so sieht. Ich denke, es ist eine Mischung aus erstens loben und zweitens so ein bisschen auf witzig angelehnt der Gegenpol sein wollen zu dem, was Don Martindale gesagt hat,
letzte Woche. Da meinte er ja, wir müssen ein bisschen chillen und aufpassen, dass ihr jetzt nicht alle Joe Burrow so hochhypt, so kauft man noch nicht eure Gold Jacket. Quasi, er ist noch nicht sicher in der Hall of Fame. Was eigentlich auch logisch ist, aber das Ganze wurde dann wieder so ein bisschen hochgeschrieben von wegen, oh, er hat Joe Burrow disrespected und bla bla bla. Und Don Martindale war der vorher. Steve Spagnuolo hat jetzt quasi ein bisschen das Gegenteil davon gemacht. Ganz witzig. Mal gucken, ob es dann auch den gegenteiligen Effekt hat und Joe Burrow super schlecht spielt am Wochenende. Mal sehen. John Madden ist gestorben innerhalb der Woche jetzt oder unter der Woche. War ein legendärer Coach und Announcer, also ein Kommentator sozusagen. Vorher, wie gesagt, Coach mit einem echt, echt guten Record. Als Raiders-Coach damals halt bekannt geworden. Und wir kennen den Namen logischerweise alle von der Videospielreihe. Manche Leute haben gesagt, ja, vielen Dank für dein Spiel und sowas dann. Ich dachte, ja gut, so wirklich sein Spiel ist es halt nicht. Aber er hat auch mehr gemacht, als manche Leute denken. Wenn manche Leute denken, so ja gut, es ist halt sein Name drauf, weil er so eine krasse Football-Persönlichkeit ist und weil er halt so dieser krasseste Kommentator aller Zeiten ist. Und mehr hat er nicht gemacht. Aber er hat sich schon sehr dafür eingesetzt, dass es quasi ein echtes Football-Spiel ist und nicht so ein 7-on-7, dass man quasi sagt, man lässt Pass Rush weg und macht nur die Würfe und so. Und dass es ein so realistisch wie mögliches Footballspiel ist. Dementsprechend hoffe ich auch, er hat von den letzten Jahren von Madden nicht wirklich viel mitgekriegt, weil er ansonsten vermutlich sehr enttäuscht gewesen wäre. Aber er hat sogar auch, glaube ich, ein altes Playbook von sich zur Verfügung gestellt, wonach EA dann die Plays designen konnte im Spiel und sowas. Also er hat sich da schon sehr für eingesetzt. Ich muss sagen, für mich persönlich, das war logischerweise alles vor meiner Zeit, deswegen für mich nur so eine historische Figur, keine, die ich selber noch miterlebt habe, aber manche von euch haben ihn vielleicht noch miterlebt als Kommentator oder was auch immer. Und für alle anderen, wir wissen halt trotzdem, was er für die Footballwelt bedeutet hat. So, beide College-Football-Spiele haben stattgefunden. Ich habe das erste Spiel, das war der Tag, als ich aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin und ich dachte eigentlich, ich habe nur Energie für so einen ganz, ganz kurzen Stream, habe aber das erste Spiel dann komplett oder fast komplett durchgestreamt. Das war Cincinnati gegen Alabama, da hat Alabama 27-6 gewonnen. Das zweite Spiel habe ich dann auch gestreamt, bis es langweilig geworden ist. Ich glaube, das erste Viertel durch oder so. Hier bei dem Spiel muss man gar nicht über wirklich viel reden. Letztendlich gewinnt Cincinnati sogar das Turnover-Battle mit der einen Interception, die Bryce Young geworfen hat. Ansonsten hatte der ein stabiles Spiel. Beide Teams am Ende mit ungefähr gleich vielen Passing Yards, irgendwo Mitte 100er, also ich glaube 140 zu 180 irgendwas in dem Dreh. Aber das Ding, was das Spiel halt entschieden hat, Cincinnati hat unter 100 Rushing Yards gehabt mit unter 3 pro Durchschnitt. Desmond Ridder, der Quarterback von Cincinnati, kam zum Beispiel auch überhaupt nicht ins Laufen, was normalerweise ein relativ großer Teil von seinem Spielstil ist. Und auf der anderen Seite ist das eingetreten, was ich vorher gesagt habe, da war ich ein bisschen stolz auf meine Analysefähigkeiten, aber Alabama hat Cincinnati halt gnadenlos überrannt. Die haben 6,5 Yards pro Carry, insgesamt über 300 Rushing Yards und die hätten auch wirklich einfach das ganze Spiel nur rennen können, ohne ein einziges Mal zu laufen. Es hätte funktioniert. Und dann, es ist sowohl natürlich die O-Line von Bama gegen die Front 7 von Cincinnati, sowohl ein Mismatch, als auch coaching-technisch ist da vieles schiefgelaufen. Denn ich sage so einfach Front 7, aber es war kaum eine Front 7. Die standen ganz, ganz häufig nur mit 3 Down-Linemen und 2 Linebackern dahinter da. Und ich denke mir, du kannst nicht, wenn du komplett kaputt gerannt bist, einfach sagen, ja, wir überlassen das Spiel mal trotzdem unserer 5-Mann-Box. So, was soll das? Also, ja, fand ein bisschen schwach, ein bisschen enttäuschend, aber am Ende ist das vermutlich das, was viele Leute erwartet haben. So, Cincinnati wurde jetzt nicht komplett überrannt. Also, überrannt schon, aber nicht komplett kaputt gemacht, sage ich mal. Aber es war schon ein eindeutiger Klassenunterschied. Und ich bin mir sicher, wenn wir Ohio State da drin gehabt hätten, wäre das Ganze ein spannenderes Spiel gewesen. Aber zumindest hatten wir Cincinnati jetzt mal in den Playoffs. Ist eine sehr beeindruckende Leistung gewesen. Und ja, Alabama ist im Finale. Das andere Spiel, was wir haben, da hat Georgia 34-11 gewonnen gegen Michigan. Und das Ganze klingt noch mal weniger deutlich, als es eigentlich war. Also Georgia hat Michigan komplett überrannt. Stetson Bennett hat ein krasses Spiel gehabt. Der eine Trickspielzug mit Ole McIntosh hat auch funktioniert. Auf der anderen Seite, Cade McNamara hat kein gutes Spiel gehabt, der Quarterback von Michigan. J.J. McCarthy kam rein, hat vermutlich besser gespielt, aber immer noch unter 50% Completion Percentage. Das Rushing Game von Michigan war insgesamt so halb drin.
aber nicht wirklich konstant. Auf der anderen Seite 5,5 Yards pro Carry bei Georgia. Also die konnten wirklich gefühlt nichts falsch machen. 330 Passing Yards. Der Bruder von Devin Cook, James Cook, der hat ein starkes Spiel gehabt, mehr durch die Luft als auf dem Boden sogar. Zamir White, Spitzname Zeus, ist genauso gelaufen, wie man es von ihm erwartet hat. Und ja, also das war nicht wirklich competitive. Also nach den beiden Spielen bin ich mir schon sehr sicher, dass wir die beiden besten Teams im College Football Playoff Finale haben, was schon mal ganz cool ist. Turnover ging halt auch 13-0 an Georgia. Also das war dominant von vorne bis hinten. Schade, ich hätte es gern spannender gehabt, aber ja, kann man nichts machen. Finale ist am 10., also 10. zum 11. in der Nacht. Ist, glaube ich, nächster Montag zu Dienstag. Also ja. Das wird geil. Ich gucke es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich streame. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auf jeden Fall gucken. Würde ich euch empfehlen. Müsst ihr natürlich gucken, wie ihr dann arbeiten müsst am nächsten Tag oder zur Schule oder was auch immer. Aber es wird vermutlich ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Und wer jetzt sagt, ah, das hatten wir ja schon im SEC Championship Game und da hat Bama Georgia komplett auseinandergenommen. Ich kann euch nahezu versprechen, dass es nicht nochmal so eindeutig werden wird. Und ich erwarte ein sehr spannendes Spiel. Alles klar, als letztes nochmal ein Riesendankeschön an alle Kanalmitglieder. In Streams sind ja nochmal ein paar dazugekommen. Und natürlich ein extra Dankeschön an die Kanalmitglieder am allerhöchsten Level. Shoutout, Late Morton. Kanal wurde gelöscht. Vor irgendwie 3-4 Tagen wieder beigetreten, aber Kanal trotzdem gelöscht, keine Ahnung. Samusan, Kale, Zäckchen, Paul Rositzka, Robul, Mattes K., Paul sein Channel, Kanallegende Gordon Sport, Leo Remagen, Fabian, Marcel, Prinz Cem. Dann geht's weiter mit Benny Burmeister, Yasil Kunst, Maxim, Hannes Walder, Sven, Pollock 96, Chris, Shreddy, Matthias Fischer, Josh Eko, Nessa, Jan Heyer, Stefan Grunder, TJ Ryan. Stimme weggebrochen. GGT auch bekannt als Lukas Blind, Jan 90, Steve Arizona, Max Ambitious, Marcel Go Falcons, Jonas Heberlein, Nacho Out, Levin Faust, Jets, Amikana Legende, Window 2, Yankee Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Vielen Dank für euren Support, Jungs. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke. Alles klar, das war's mit dem Newsflash. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.